Meine News waren schon abgedreht, als die Alpha-Rakete von Firefly am Samstag nach mehreren Startanläufen nun endlich erfolgreich einen Orbit erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team und vielen Dank an Everyday Astronaut, der das Event für uns Raumfahrtfans live gestreamt hat. Erfolgreich einen Orbit zu erreichen ist schwer, wie schon eine Reihe von Firmen vor Firefly lernen mussten. SpaceX brauchte ganze 4 Flüge, um das zu erreichen. Das schon beim zweiten Flug der Alpha von Firefly, einer signifikant größeren Rakete als der Falcon 1, zu erreichen mit deutlich mehr Nutzers, das ist schon eine tolle Leistung. Weiterhin hat man das Lightning-Oberstufentriebwerk erneut gezündet, was gerade im New Space eine wichtige Fähigkeit ist, um einen flexiblen Launcher am Start zu haben. Dazu aber gleich mehr. In dem Video heute stelle ich euch die Technik der Firefly Alpha vor und gebe euch meine Einschätzung und warum ich glaube, dass die Firefly keine Eintagsfliege ist, sondern wir noch viel von dem Team erwarten dürfen. Wenn dir das Thema heute gefällt, like nicht vergessen und wenn du mehr Videos über Raketentechnik und die neuesten Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Aber jetzt zum Thema der heutigen Episode. Am Samstagmorgen, den 1.10. um 9.01 Uhr MEST ist von der Vandenberg Space Force Base die zweite Alpha-Rakete gestartet. Diesmal dann erfolgreich sogar in einen Orbit, beziehungsweise die Oberstufe samt Nutzlast hat einen Orbit erreicht. Ziemlich genau vor einem Jahr fiel beim Jungfernflug der Alpha von Firefly ja ein Triebwerk aus, nur 15 Sekunden nach dem Start. Zwar stieg die Rakete weiter, aber da die Rakete ja nur über 4 Erststufentriebwerke verfügt und dann beim Wegfall eines der Triebwerke natürlich nicht ansatzweise so schnell, wie das geplant war. Auch bei diesem ersten Flug vor einem Jahr ist man von der Vandenberg Space Force Base gestartet und man hat dann offensichtlich noch versucht, möglichst weit aufs Meer rauszukommen, bevor die Rakete dann vom Kurs abkam und der Range Officer das FTS, das sogenannte Flight Termination System, gezündet hat. Das ist im Prinzip eine kleine Bombe, über die alle in den USA gestarteten Raketen vorschriftsmäßig verfügen müssen, um im Falle einer Kursabweichung durch eine Sprengung Schlimmeres zu verhindern. Das ist übrigens eines der Systeme, das jetzt beim SLS im Fokus steht, da hier die Batterien getauscht werden müssen, was an der Startrampe anscheinend nicht geht. Klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Designfehler. Aber hey, ich bin YouTuber und kein Raketenentwickler. Apropos FTS, Fun Fact, russische Orbitalraketen haben kein FTS. Ist klar, großes, weites Land, sowohl Russland als auch Kasachstan. Und man wird ja das Gefühl nicht los, dass in Russland Menschenleben nicht ganz so viel wert sind. Der Grund für den Ausfall des einen Reaver-Triebwerks an der Alpha beim ersten Flug war übrigens ein fehlerhafter Stecker. Aber schauen wir uns die Technik der Alpha von Firefly doch mal genauer an. Ja, die Alpha ist mit 95 Fuß fast 30 Meter hoch und in Kohlefaserbauweise. Ihr Hauptdurchmesser ist mit 6 Fuß etwa 1,80 Meter und die Nutzlastverkleidung hat 2 Meter Durchmesser. Am Start wiegt sie 54 Tonnen und wird angetrieben durch 4 Reaver-Triebwerke, die aus flüssigem Sauerstoff und RP-1 gut 75 Tonnen Schub erzeugen. Zum Triebwerk und seinen Besonderheiten kommen wir gleich, als erstes erstmal zur Struktur. Mit gerade mal 3,7 Tonnen wiegt die Alpha Lear noch nicht mal 7% ihres Abfluggewichts. Interessantes Detail, die Kohlefasertanks sind laut Alpha ohne Inliner, was bei cryogenem Sauerstoff keinesfalls ein Selbstläufer ist. In den niedrigen Erdorbit soll die Alpha fast 1,2 Tonnen Nutzlast schaffen. Für den New Space wichtigen Sonnensynchronorbit sind es dann immer noch respektable 745 Kilogramm. Spannend, die Rakete verfügt über ein bordeigenes Ethernet-LAN mit handelsüblichen Komponenten, womit ein Schlagwort fällt, das wir sehr oft im New Space hören. Off the shelf, auf Deutsch aus dem Regal, also handelsüblich, wenn möglich statt teurer Spezialanfertigung. Auf dem Weg in den Orbit wird die Alpha von 4 Reaver-Triebwerken angetrieben. Reaver, genau, das waren die furchterregenden Zombies aus der Firefly-Serie. Jedes der 4 Reaver hat 18 Tonnen Schub, was uns mit 72 Tonnen Schub auf ein Schubgewichtsverhältnis von 1,3 bringt. Ganz spannend, die Schubvektorsteuerung für jedes Triebwerk schwenkt nur um eine Achse. Das kennen wir von den Vernier-Düsen von der Soyuz oder frühen Atlas und macht die Triebwerksaufhänge und Verrohrung deutlich einfacher. Tja, einfach ist einfach und spart dazu noch Gewicht. Weiter bemerkenswert der Antriebszyklus des Reavers. Der funktioniert nämlich mit Brennkammeranzapfung. Das heißt, man nimmt Zapfgas aus der Hauptbrennkammer, um die Turbine der Pumpe anzutreiben. Kein sehr weit verbreiteter Antriebszyklus, aber zum Beispiel das BE-3 von Blue Origin arbeitet danach. Klarer Vorteil, ja, keine Vorverbrennung und es bleibt etwas Regelspielraum, ja, mit dem Zapfgas aus der Brennkammer. Nachteil, ich muss die Hauptverbrennung im Gang haben, um die Pumpen zu betreiben und mit dem heißen Brenngas umgehen können. Aus diesem Zyklus holt das Reaver dann 295 Sekunden Vakuum-ISP, was okayisch ist für die Treibstoffkombination. Klar, mit komplizierteren Zyklen ist da doch noch deutlich mehr Luft nach oben.
Apropos oben, die zweite Stufe des Lightning-Triebwerks arbeitet im gleichen Zyklus, ist mit 7 Tonnen Vakuumschub aber deutlich kleiner. Durch die vakuumoptimierte Düsenerweiterung bringt es das Lightning bei gleicher Treibstoffkombination schon auf respektable 322 Sekunden Vakuum-ISP. Ja, zur Effizienz von Triebwerken und ISP habe ich ein Video, das verlinke ich dir unter diesem Video hier. Aber zurück zur Eingangsfrage, ja, ist das eine Eintags-Firefly oder sind sie gekommen, um zu bleiben? Ja, wie überzeugend das Team und die Technik von Firefly sind, kann man schon daran ablesen, dass Northrop Grumman Firefly ausgewählt hat, um die erste Stufe ihrer Antares zu ersetzen. Antares, genau, das ist der Träger, der mit dem Cygnus-Raumtransporter neben dem SpaceX Dragon regelmäßig Fracht zur ISS transportiert. Aber auch wenn das alle SpaceX-Fanboys nicht so gerne hören, der Cygnus hat ein paar Vorteile gegenüber dem Dragon. Zum einen hat der Cygnus mit dem Common Berthing Mechanism den größeren Docking-Adapter. Das heißt, größere Experimente in Racks oder sonstige sperrige Fracht kann nur mit dem Cygnus aktuell zur ISS gebracht werden. Und das aktuell wichtigste Argument für den Cygnus? Ja, richtig. Cygnus ist das einzige aktive Raumschiff, das nicht aus Russland kommt, das Reboost-Fähigkeiten der ISS demonstriert hat. Mein Video über ISS Reboost ist nach wie vor das erfolgreichste Senkrechtstarter-Video. Auch das findest du unten in der Beschreibung. Jetzt gibt's da nur ein Problem. Die Antares hat mit dem RD-181 zwei Haupttriebwerke aus Russland und die Struktur der ersten Stufe, die kommt aus der Ukraine. Saublöd, erstere führen gerade einen sinnlosen Krieg gegen letztere. Es sind, soweit ich weiß, nur noch zwei Antares 230 Plus Erststufen in den USA. Ja, um das Problem zu lösen, hat Northrop Grumman sich entschlossen, als Erststufe die kommende Rakete von Firefly als Hauptantrieb für Antares und Cygnus zu nutzen. Die Rakete war bisher unter dem Namen Beta bekannt, aktuell findet man auf der Firefly-Seite aber MLV für Medium Launch Vehicle als Name. Ist klar, ich würde mich auch mit meiner Nutzlast nicht gern Beta-Tester nennen. Diese neue Rakete liegt mit 13 Tonnen übrigens im Bereich der Neutron von Rocket Lab. Und man munkelt übrigens auch bei dieser Rakete über Wiederverwendung. Also eher so wie bei der Falcon 9 dann im Nachgang. Die Neutron von Rocket Lab wurde bekanntlich von Anfang an auf Reuse optimiert. Apropos Neutron von Rocket Lab, meine Technik-Episode zu Neutron, die habe ich übrigens schon fertig, aber aus tagesaktuellem Anlass hat sowohl DART als auch die Alpha die Veröffentlichung immer wieder verzögert. Zurück zur nächsten Rakete von Firefly. Das MLV wird im Vergleich zur Alpha die deutlich größere Rakete, mit 4,32 Meter mehr als doppelt so breit und mit 55,66 Meter auch fast doppelt so hoch. Die erste Stufe des MLV sowie die neue 300er Antares-Serie wird über 7 Miranda-Triebwerke und gut 700 Tonnen Schub verfügen. Als Treibstoff ist nach wie vor RP-1 und LOX vorgesehen. Mit diesem Antrieb sollte die Antares signifikant mehr Nutzlast befördern können als mit den beiden RD-181, die zusammen knapp auf 400 Tonnen Schub kommen. Fans der Serie Firefly wird auch der Name Miranda bekannt vorkommen. Aber nicht nur Northrop Grumman setzt bei der Antares auf Firefly. Auch interessant, dass Astra, die Firefly ja bekanntlich ein Jahr in den Orbit zuvor gekommen sind, bei seiner nächsten Rakete, der Rocket 4.0, vermutlich auf Triebwerke von Firefly setzt. Wie The Verge berichtet, hat Astra an Firefly wohl 30 Millionen Dollar bezahlt, um das Reaver-Triebwerk der Alpha in Lizenz zu bauen und an der Rocket 4.0 einzusetzen. Okay, so viel dazu, dass auch andere Startanbieter und die amerikanische Raumfahrt insgesamt auf Firefly setzen. Aber auch die NASA hat direkt an Firefly einen Auftrag über 93 Millionen Dollar für eine Mondlandesonde vergeben. Für die Alpha zu klein soll der erste Lander mit einer Falcon 9 zum Mond gebracht werden und dann bei zukünftigen Missionen die dann hoffentlich einsatzbereite MLV nutzen. Das ist jetzt kein Papiertiger. Im April diesen Jahres hat Firefly den Abschluss des Integrations-Readiness-Review für ihren ersten Blue Ghost Lander M1 bekannt gegeben und einen Start für 2024 angekündigt. Das ist in etwa auch der Zeitraum, in dem das MLV von Firefly seinen ersten Start absolvieren könnte. Wenn für dich die Episode heute auch kein Papiertiger war, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du mehr Videos über Raketentechnik und die neuesten Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht verpassen magst, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Ein großes Dankeschön geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch, ja, da würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.